Ja, bienvenue, mes amis. Hier ist wieder kurz für im Welt. Und ich wünsche euch allen erstmal einen wunderschönen Ostersonntag. Ja, so ist es. Wir haben Ostern 2024. Für alle, die später in einem Jahr nochmal sehen, was war da los? Ja, Ostern ist heute Ostersonntag, wie gesagt. Und da komme ich gleich ins Räuspern. Gut, und heute habe ich mir gedacht, ja, man, nettes ruhiges Filmchen vielleicht mal, aber auch ein sehr intensiver Film, wenn man ihn sich wirklich anschaut. Und ich dachte, es muss an Ostern auch mal wieder ein französischer Film her. Und zwar seht ihr unten schon im Ticker, als auch auf YouTube generell im Titel, heutiges Thema Saint-Amour, drei gute Jahrgänge. Das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr schöner Film mit Gérard Depardieu und ich hoffe, ich spreche den anderen Hauptdarsteller richtig aus. Dann habe ich immer so ein bisschen Probleme, weil er klingt sich gerade im Nachnamen sehr französisch, nicht typisch für Frankreich. Ja. Benoît geht noch, ja. Benoît, Paul, wie heißt er? Moment mal. Da geht schon los, ja. Paul Forde, ja. Worde eigentlich mehr, Worde. So. Und da, wo ich jetzt gerade Probleme hatte mit dem Namen zum Aussprechen, der hat übrigens einen ganz tollen Film mal mitgespielt, den ich euch auch irgendwann mal richtig reviewen werde, und zwar das Brandneue Testament. Ja, und hier spielt er halt mit Gérard Depardieu in Saint-Amour, drei gute Jahrgänge. Und das muss ich ein bisschen erklären sogar. Der Titel ist nicht von ungefähr, jedenfalls in Deutschland jetzt nicht. In Frankreich heißt er nur Saint-Amour. Weil eben jeder eigentlich weiß, was Saint-Amour ist. Saint-Amour ist eigentlich wirklich tatsächlich ein Wein, ein tatsächlicher Wein, der in Frankreich angebaut wird. Und zwar sehr großflächig. Also ist ein Beaujolais und der wird auch in der Region Beaujolais angebaut. Von daher also Haupttitel Saint-Amour. Ja? Drei gute Jahrgänge kann man jetzt in dem Fall so verstehen, weil Gérard Depardieu sich mit seinen Kumpanen, vielmehr spielt Beaufort da seinen Sohn und ist natürlich eine andere Generation, von daher schon mal zwei gute Jahrgänge. Ja. Aber sie machen eine Reise durch Frankreich, quasi eine Weintour. Ja. Also so, man kann sich das so vorstellen wie eine Tour de France, aber Tour de Vin eigentlich. Ja. So kann man das eigentlich verstehen, also Tour des Weins. Ja. Weines, ja. Und von daher holen die sich noch einen anderen Typen an Bord, sagen wir mal so, der sie überall hinfährt. Keine Ahnung, warum die nicht selber sich irgendwie ein Auto nehmen. Wahrscheinlich haben sie keinen Führerschein oder so oder wollen auch nicht mit der Bahn fahren. Sie holen sich dann noch einen anderen Jahrgang, der erst so in den 20ern ist, gerade mal so Mitte 20, ja. Und zwar ein Taxifahrer, ja. Und der wird gespielt von Vincent Lacoste. Der ist auch sehr bekannt in Frankreich. Und so gehen die drei dann mit auf Reise, dann auf so eine Weinreise. Ja. Eigentlich ist der wirkliche Grund, warum sie überhaupt irgendwas zusammen unternehmen, die drei stammen insgesamt aus Paris generell. Aber uns führt das nicht wirklich nach Paris. Der eigentliche Grund ist eine Landwirtschaftsmesse in Paris. Da sieht man also nicht viel von dieser schönen Stadt, aber dafür von irgendwelchen Landwirtschaftsgedöns da. Ja. Muss schon wieder mit Gedöns anfangen. Also ja, also Gérard Depardieu ist wie immer breit und ist auch sehr tief im Tiefgang mit der Rolle. Paul Ward spielt dort seinen Sohn, der schon von Hause aus nicht so sehr abgeneigt ist dem Trinken. Ja? Also der pichelt ganz schön, möchte mal so sagen. Ja? Es ist, wie ist es genau? Aber die zwei haben sich nun mal entschieden, Landwirtschaftsmesse, denn yes, Jean, der von Gérard Depardieu gespielt wird, betreibt tatsächlich wohl einen Hof, und zwar schon über Generationen wohl. Also im Film wird dann ersichtlich, dass sein Vater schon den Hof geführt hat und er ihn dann später übernommen hat. Er wünscht sich von seinem Sohn, der von Paul Worde gespielt wird und Bruno dort heißt, deswegen sage ich jetzt bloß noch Jean und Bruno, ja, also Vater-Sohn-Gespann. Jean wünscht sich eigentlich von seinem Sohn, dass auch er später, wenn er dann abtritt, weil Jean ist auch schon nicht mehr so jung, ist klar, also Ende 60 vielleicht, obwohl er sich gut gehalten hat, muss man sagen, wünscht er sich, dass sein Sohn Bruno diesen Hof auch weiterhin führt. Nun
Bruno hat eine ganz andere Vorstellung vom Leben an sich. Ja? Er liebt seinen Vater. Er will ihm das auch eigentlich als immer so, wie ich das mitbekomme. Aber er überlegt trotzdem immer wieder, wie kann ich meinem Vater jetzt irgendwie mitteilen, dass ich keine Ambitionen habe, so einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause zu führen. Ja? Naja, und aber Jean, also sein Vater, der ahnt sowas schon, ja, und denkt schon so, toll, ja, die ganze Generationen, weiß nicht, ob nur Jeans Vater da den Hof erbaut hat, errichtet hat, oder ob es generell auch schon weiter hinausgeht in den Generationen. Aber Jean ist sehr traurig eigentlich und sehr geknickt, dass sein Sohn halt anscheinend nicht wirklich will, ja, so. Und Bruno, sein Sohn, hat ganz andere Vorstellungen, jedenfalls sagt er das, ob er wirklich so meint oder so, keine Ahnung, ja. Er will irgendwie Verkäufer werden, ja, und zwar irgendwie was, Hauptsache nicht den Hof übernehmen. Und er überlegt jetzt auch schon die ganze Zeit, wie er Papa das mitteilen kann. Ja, nun sind die beiden aber nun mal unterwegs und auf dieser Landwirtschaftsmesse, das müsst ihr euch so vorstellen wie diese Frankfurter und Leipziger Buchmesse. So ist das eigentlich, da verläuft man sich auch ständig, ja, man findet nie eigentlich wirklich ad hoc sagen wir mal, die Stände, die man so haben will, ja. Aber, jo, also, Jean sagt schon mal zu seinem Sohn, piche nicht wer so viel, ja. Das ist nicht gerade zuträglich, ja. Du musst schon noch einen klaren Kopf behalten. Wir wollen auch hier unsere Zuchtkuh dann vorstellen, wo, also ein Zuchtstier wahrscheinlich. Und, das ist jetzt nicht gerade toll, ja. Aber Bruno hält ihm dann vor, ja, nun lasst das mal gut sein, ja. Ihr habt noch einmal eine Woche im Jahr Urlaub und das stimmt tatsächlich mitunter, wenn man zumindest einen Familienbetrieb auch hat. Die Franzosen, besonders auch in Paris, wird sehr, sehr viel gearbeitet, aber nicht, weil man lebt, um zu arbeiten, sondern man arbeitet, um zu leben. Und da nehmen sich natürlich sehr viele wirklich nur eine sehr kurze Auszeit, wie eben auch Bruno zum Beispiel sagt, im Familienbetrieb jetzt. Eine Woche Urlaub, da möchte ich es richtig krachen lassen, ja, da möchte ich wirklich mal leben. Aber man merkt sehr, sehr schnell, dass Bruno doch schon mehr ein Problem damit hat, also mit dem Alkohol generell, ja. Also ich meine, gut, wir wissen alle, ja, die Franzosen, und das stimmt tatsächlich, auch ich habe französische Verwandte gehabt, die in Deutschland zwar geboren wurden, aber nach Frankreich rübergesiedelt sind in den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, ja. Und wenn die uns besucht haben, tatsächlich damals, wo ich noch Kind war, noch war ich noch ein ganz kleiner Stöpsel, die haben wirklich, und auch das hat mir meine Mama und meine Eltern generell so erzählt, wenn die auch generell vor meiner Zeit schon nach Deutschland wieder kamen, haben die erstmal kistenweise Wein mitgebracht, ja, weil es musste, oder Aperitif, ja, es musste immer zu irgendwas zu essen, musste immer Wein her, ja, oder Aperitif halt. Also, mittags, eigentlich hat man schon morgens angefangen, ja. Dann mittags und dann natürlich noch abends. Ja. Ist ja klar. Und dann natürlich noch guter Käse, den wir immer schon gerne gegessen haben. Also könnt ihr euch vorstellen, das ist schon so. Ja. Man kann auch sagen, viele Franzosen trinken auch nicht gerne Wein. Die trinken dann noch schon wieder lieber Bier. Ja. Also es ist wahr. Ja. Dazu gehöre ich dann mehr. So, ja. Ein guter Wein, auch mal ganz nett, zu einer netten Ente, aber mehr auch nicht. Ja. Aber bei Bruno sieht man halt, hat den Wein nicht abgeschworen und er findet das auch lecker, ja, also er genießt das auch förmlich, obwohl, wenn man ihn so sieht, also Bruno ist wirklich so ein Typ, naja, also man würde ihn als Frau jetzt nicht, ja, man würde ihm vielleicht sogar noch einen Euro geben, ja, weil man sagt, oh, ist eine arme Socke, ja, muss man so sagen, wie es ist, ja. Also er ist kein Frauenschwarm und er macht auch nichts aus sich. Er sieht wirklich aus, also für die Rolle richtig gut, ja. Paul Morde hat das richtig gut gespielt. Auch mit den Haaren, die sehen immer total strähnig und fast nass aus, als wäre der hier vorne vollgeschwitzt. Ja. Also kein Frauenschwarm, ja. Aber, und das ist Brunos großes, großes Anliegen eigentlich, er möchte unbedingt eine Frau haben und wahrscheinlich auch gerne ein Kind und so. Also er möchte, dass irgendwas von ihm und seinem Papa natürlich bleibt. Er liebt seinen Vater auch tatsächlich. Aber Bruno hat wirklich Schwierigkeiten, Frauchen zu finden. Ja, also macht auch wirklich in dem Film sehr viele Anflüge, eine Frau kennenzulernen. Also sein Vater und er gehen ja dann, wo sie dann auch den Taxifahrer bei sich im Schlepptau haben,
dann sehr oft ins Restaurant und so. Und sie machen ja irgendwie so eine richtige Weintour durch ganz Frankreich im Grunde. Sind auch wunderschöne Landschaftsaufnahmen übrigens. Man sieht auch schön irgendwie so eine Burg da, so ein Schloss, so ein Château, also ja. Und also wirklich grün. Und es scheint jetzt nicht großartig die Sonne. Für mich zum Beispiel wunderbar schon wieder gewesen, aber man sieht die schöne Landschaft. Also es ist wirklich, der Film ist eher ländlich gehalten, nicht, wahrscheinlich auch deswegen, weil sie ja im Land Wirte sind, ja. Und das war vielleicht auch mal so die Nebenattraktionen, sagen wir mal, die schöne Landschaft von Frankreich sieht. Allerdings muss ich auch sagen, und das wird auch in einigen Reviews, die ich mal gelesen habe, auf irgendwelchen Blogs, wird wirklich auch gesagt, es wird auch manchmal gesagt, und das muss ich wirklich auch selbst bestätigen, so Ecken mitunter, die gar nicht so schön rüberkommen. Ja? Also wo man sagt, naja, doll sieht das jetzt nicht so aus. Ja? Und dann fährt man um die Ecke und dann sieht das schon wieder wunderschön aus, eben mit so einem Château, also mit einem Schloss, ja. Und dann mit den Weinbergen und weiß ich was alles, ja. Aber es ist halt irgendwie so. Es sieht mitunter, dieser Film sieht von der Aufmachung her sehr trist eigentlich aus. Man könnte so sagen, naja, also Frankreich, wenn man so ansonsten so dran denkt, ja, also wenn man natürlich an die Côte d'Azur oder so denkt, ja, und alles pipapo tralala oder was weiß auch immer ich, ja, man hat immer irgendwie so ein schönes französisches Bild in sich, trägt in sich, ja. Allerdings, ich habe es ja schon in manchen Reviews auch von mir gesagt, ich habe auch schon Filme gesehen, wo zum Beispiel auch so Sozialdramen waren, wo es wirklich aussieht wie, naja, der letzte Husten, ja. Also so wo man wirklich arme Leute einfach nur steckt mit hochgeschossigen Bauten und so, ja. Da ist er nicht, in dem Film hier Song d'Amour. Sondern da ist es eher eben ländlich, aber man sieht eben auch, naja, es ist nicht immer so schön, wie es so erscheint. Und trotzdem ist es schön, ja. Man muss es wirklich sagen, weil man wird immer wieder überrascht, auch als Zuschauer, und denkt, naja, jetzt sieht es ja trist aus. Und das haben die auch mit Absicht, glaube ich, gemacht, dass man einfach mal auch so, wenn man schon so eine Weintour, ja, man macht so generell und auch so ja, so ein Drama macht, was eigentlich eher so mal die Landwirte mehr in den Vordergrund stellt. Dass man mal sagt, nee, wir zeigen ja auch schöne Ecken, aber man muss auch mal Realität zeigen. Und der Film ist dadurch wirklich sehr, sehr realistisch. Auch so, was die Leute an sich betrifft. Diese drei Jahrgänge also, ja, also, wie heißt er denn? Bruno, ja, der Sohn von Jean. Dann also Jean, der Vater von Bruno. Und der Taxifahrer, wie heißt er denn? Mike, ja. Sehr untypischer Name, ja. Und zwar, das ist auch lustig, das ist so eine tolle Anekdote und durchzieht sich fast so ein bisschen wie so ein Running Gag in diesem Film, als sie den Taxifahrer dann anheuern, ja, dass der die fährt. Und ihr könnt euch vorstellen, ja, der nimmt wirklich Kohle dafür, der Taxifahrer, ist ja klar, ja, das wird teuer, Leute, ja, das wird teuer. Da hätte man sich vielleicht lieber eine Bahnkarte holen sollen, ja. Naja, oder ein Flugzeug, oder, naja, dann wäre es ja keine Tour gewesen, ja. Aber ihr wisst, wie ich meine, ja, das geht schon in die Tausender, ja, mit dem Taxi, ja. Und der heißt Mike, ja. Und dann fragen die den auch noch, wie heißt nur, ja, so Mike, ne? Also, Mike, ist ja ein schöner Name, sagt dann Jean noch so, ja. Aber wie kommt man denn, wenn man Franzose ist, ja, wie kommen dann die Eltern da auf den englischen, amerikanischen oder sonst was für Namen? Ja, da klingt ja so rein gar nicht französisch, ja. Und ihr wisst ja, die Franzosen sind sehr nationalstolz, ja. Jetzt zieht sich das dann quasi, und das nehme ich jetzt mal vorweg, weil das kann ich sowieso nicht so gut rüberbringen wie besonders Gérard Depardieu, ja. Dann muss ich sagen, der zieht ihn dann quasi auf. Es ist ja wirklich wie so ein Running Gag, ja. Der sagt dann, jo, also wenn dann Mieke, ja, Mieke, ja. Ich nenne sie bloß Mieke. Und dann Mieke, also Mike, regt sich dann natürlich voll auf. Ja, könnt ihr das mal lassen, ja? Weil Bruno ist dann also quasi angestichelt von seinem Papa, ja, der dann auch mal mitmacht. Und die dann voll aufziehen und Mike, um es mal wirklich nett zu sagen, ja, der kann ja nicht dafür, ja, da habe ich auch so gedacht, Leute, ja, der kann doch nicht dafür, warum auch immer die Eltern darauf kamen, wie der nun heißt, ja. Und natürlich sehr untypisch. Und da tut mir dann schon richtig so leid, der sitzt also da am Lenkrad, ja, und ärgert sich da in den Platz, ja. Naja. Mike und sein Vater verstehen sich eigentlich, Mike und sein Vater, sei schon,
Das ist dabei, weil ich jetzt wirklich darauf so erpicht war, das durchzieht sich durch den gesamten Film, nicht übertrieben, aber immer mal wieder so eine kleinen Spitzen gegen diesen Namen, ja, gegen diesen Taxifahrer in dem Fall, dann seinen Namen dann, wie so ein Running Gag. Also kann man wirklich so sagen, so Sitcom-artig dann schon, was aber nicht aufdringlich ist, sondern so wohl proportioniert, dass. Wohl proportionieren können ja die französischen Filmemacher immer richtig gut. Ja, die wissen, wie es dann geht. Ja. Obwohl ich auch noch sagen muss, es ist keine reine französische Produktion. Und zwar auch noch dazu noch eine belgische Produktion. Also eine französisch-belgische Produktion von 2016. Da ist er erschienen auch in Deutschland. 2015 haben sie dann wahrscheinlich schon gedreht. Ja, okay. Und aber diese drei, die sind eigentlich trotzdem ganz, ja, weiß nicht, ob die sich jetzt so mögen, ja. Aber Bruno liebt seinen Papa, glaube ich, schon sehr. Deswegen überlegt er ja auch händeringend, wie er ihm erklären soll, dass er den Hof nicht übernehmen wird. Und der sucht halt immer nach einer Frau, ja. Also egal, wo die hinkommen, der macht die Frauen an, ja. Also, oh, sie haben aber hübsche Augen oder. Oh, sie sind aber nett und so, ja. Eigentlich klingt das jetzt als sehr normal. Man muss es sagen, ja, es klingt eigentlich sehr normal, meine Lieben. Aber allerdings, Bruno hat es nicht so, also nicht so, wie so die Männer so charmant dann sind. Also er ist schon charmant, aber er ist wie so ein, nicht verkehrt verstehen, liebe Bauern oder so jetzt, ja. Wenn ihr welche auch aus der Landwirtschaft zuschauen. Ist nicht auf euch gemünzt. Und auch generell, ich würde auch sagen, generell, Bruno benimmt sich wie so ein, ja, Bauerntölpel. Also der ist lieb und gutherzig sogar. Man sieht sogar so in seinen Augen so eine gewisse Traurigkeit und dass er eigentlich wirklich sich wünscht, nicht mehr alleine zu sein und so, dass er zu zweiten nehmen. Aber er ist sehr ungeschickt. Er ist so. Auch nicht rüpelhaft, aber er ist tölpelhaft. Deswegen wie so ein Bauerntölpel. Also in dem Moment passt er dann wieder, ja. Und die Frauen stehen gar nicht auf den seine Anmachen, ja. Der Jean, er so, der macht zum Beispiel jetzt keine Frauen an, weil der hat eigentlich eine Frau, die aber leider vor kurzem verstorben ist. Was er auch dann noch ein bisschen mehr Thema wird in dem Film und sehr rührend dann tatsächlich ist, wo man es erst gar nicht so mitbekommt, dass das so ist, aber irgendwann mal zum Gespräch kommt. Und Gérard Depardieu hat in dem Film tatsächlich wieder diese wunderschöne Melancholie in seinem Gesicht, muss man wirklich sagen. Er kann sowas ja immer sehr, sehr gut spielen, besonders auch wenn man so gebrochene, in Anführungszeichen gebrochene Typen spielt. Ja. Und ja, auch ihn hat das Leben gezeichnet mit der Zeit. Und er steht eigentlich jetzt mit seinem Sohn alleine da, ne? Und macht aber auch keine Frauen großartig, keine Versuche, Frauen für sich zu gewinnen. Obwohl man sagen muss, hallo Kung Fu, schönen Ostersonntag wünsche ich dir. Ja, wunderbar. Das ist ja schön, ja. Wunderbar. Obwohl, jetzt hat mich Kung Fu rausgebracht, ja. Also wie gesagt, ja, Jean, der will jetzt auch keine großartig eine Frau haben. Der hängt noch viel zu sehr an seine Frau, die leider verstorben ist. Und da gibt es auch schöne Szenen dann, wie er die Trauerarbeit bewältigt. Also das ist sehr rührend. Und wie gesagt, Depardieu kann ja sehr gut, also entweder ist er polternd, ja, in dem Film er jetzt hier nicht in Song d'Amour, sondern doch sehr zurückhaltend, sehr ruhig. Und letzten Endes, wenn man erfährt, wie er zum Beispiel um seine Frau trauert, dann dort ist es schon wirklich, also macht einen, also wenn man zuerst nicht mitbekommt und dann das zur Sprache kommt, da gibt es einem so einen Ruck, ja. Und ja, ich wünsche dir auch schöne Ostern Kung Fu, ja, wunderbar, ja, wünsche ich euch allen, habe ich am Anfang schon gesagt, ja, also nochmal wunderschöne Ostersonntag mit dem Film Song d'Amour, der mich wirklich irgendwie zum Nachdenken auch gebracht hat, muss wirklich sagen. Am Anfang habe ich so gedacht, also der Trailer ist schon mal toll, ja, muss wirklich sagen, habe ich auch alles wieder unten rein verlinkt. Den Film an sich gibt es auch auf YouTube, ja, also ihr könnt ihn ganz normal schauen. Und habe ich auch rein verlinkt, ja, und der Trailer sagt schon, spricht schon schön Bände.
und macht Lust auf diesen Film und zeigt auch tatsächlich so, so ein bisschen so diesen Humor, diesen typischen französischen Humor, besonders so mit Depardieu und so. Aber er ist eben kein typisch französischer Film, so wie man ihn sonst kennt. Anscheinend auch daher heute kein. Nein, Kung Fu, ja. Ich sag's, wie es ist, ja. Ich werde, aber das, was ich dir versprochen habe. Bonsoir, Rattray, ja. Rattray, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Schöne Ostern, ja. Von hier aus, ja. Wie sagt man? Bon Pack, glaube ich, oder? Bon Pack? Stimmt das so? Bon Pack? Glaub, Pack heißt irgendwie Ostern auf Französisch, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnern kann, ja. Ja, wunderbar. Also, aber wie auch immer, ja. Was soll ich sagen? Der Film macht, wie gesagt, Laune, ja. Und er ist auch nicht so richtig französisch, nicht so typisch französisch, weil eben auch die Belgier mitspielen, aber generell im Französischen. Hallo Moni, jetzt kommen da alle rein, ja. Hallo Moni, auch dir einen schönen Ostersonntag, ja. Ja, wunderbar, meine Lieben, ja. Jetzt füllt sich die Bude, ja. Das ist toll, ja. So muss das sein, Mahlzeit, ja. Wobei mir schon wieder was einfällt, ja. Naja, gut. Wie gesagt, ja. Also so ein bisschen belgisch, und wenn es keine reine französische Produktion ist, dann bin ich aber so ein bisschen gezwiespaltet, ja. Gezwiespalten, sagt man ja. So, so ist richtig Deutsch. Aber der Trailer macht schon richtig Spaß. Natürlich ist es dann erstmal, wer jetzt vielleicht denkt, oh, jetzt geht's richtig los, ja. Also schöne Umgebung. Und dann so, nein, es ist schon trist. Und wie ich das so wahrgenommen habe von anderen Reviews, die jetzt auf irgendwelchen Blogs erschienen waren, also. Die haben auch alle so gemeint, und das hatte ich auch das Gefühl, im, was ist, Belgier spielt. Ja. Ja, naja, ja. Ja, naja. Ja, bei hier Bloodsport, ja, war die nächste. Achso, da wollte ich jetzt darauf eingehen. Hier, weil Radrennen mit reinkam, ja. Ja, also Kung Fu, ja. Nächste Woche, also was jetzt die Woche, die jetzt kommt, ja. Irgendwann da an irgendeinem Tag werde ich dein Wunsch erfüllen hier von Bloodsport, ja, mit Jean-Claude Van Damme, ja. Und zwar, das dauert ein bisschen, weil der Dude hat es wieder gefunden für mich, ja. Also deutsche Version habe ich gefunden durch den Dude, ja. Aber es ist ja eine wahre Begebenheit, Kung Fu, ja. Es ist eine wahre Begebenheit, wo der Film aber schon wieder so ein bisschen, na, nicht so die Wahrheit so erzählt, ja, wie es so war tatsächlich. Deswegen muss ich die Kohle erst noch, erstmal jetzt ein paar Dokumentationen über den wahren Menschen anschauen, der da verkörpert wird in deinem Film. Und dann, also, Kung Fu, kriegst du das jetzt mit, ja? Ich sag's nochmal laut jetzt, ja? Nächste Woche, also jetzt die Woche, die jetzt kommt, ja? Irgendwann da, so, denke Freitag so rum, ja? Werde ich deinen Wunsch mit Bloodsport erfüllen, ja? Mach ich auf jeden Fall, ja? Freitag. Also quasi, ja, nicht mal mehr eine ganze Woche, ja. Freitag wird das wohl werden, denke ich mal, ja. Ja, mit Platzwort, ja. Ja, mache ich. Ja. Habe ich versprochen, habe ich durch den Dude gefunden, ja, und jetzt in die Vollen. Aber muss natürlich noch ein bisschen recherchieren, meine Lieben, ja. Ich kenne mich ja mit solchen Filmen überhaupt nicht aus, ja. Wahre Begebenheit, wunderbar, ja. Kunde mag ja wahre Begebenheit, Filme, ja. Filme von wahrer Begebenheit, ja. Naja, aber musst du da ein bisschen recherchieren. Ja, gut. Aber jetzt sind wir mal bei Song d'Amour. Ja. Song d'Amour ist ja, heißt ja so quasi wie heilige Liebe. Ja. Heilige Liebe. Ja, so ungefähr. Ja. Und aber dieser Song, wie am Anfang schon gesagt, ja, nochmal so, so, ja, nochmal so, weil die Leute jetzt ja einschalten, weil wahre Begebenheit, weiß man nicht, ob das so war. Ja, eben, eben. Ich mache das da mal rein, damit du weißt, dass ich jetzt darauf antworte. Ja, eben, deswegen will ich mir auch die Dokumentationen über den echten, wahren Mann da anschauen, damit die Kulle hier nicht ins Fettnäpfchen tritt. Ja, gerade wo das nicht so mein Genre ist. Ja, von daher auf jeden Fall erstmal Recherche be betreiben. Ja, möchte mal sagen. So, aber jetzt sind wir mal bei Song d'Amour, wo ich immer noch sagen wollte, dass das auch wirklich ein Wein ist, meine Lieben. Ja, der Beaujolais, der auch in der Region, in der Region Beaujolais angebaut wird. Ja, und zwar, Leute, ich habe auch mal geguckt. Ja, jetzt habe ich mal so geguckt. Ja, bin ja nicht so Weinfreund. Ja, aber habe so gedacht, mal gucken, wie teuer so ein Wein überhaupt ist. Ja, auch eine 3-Liter-Pulle. Ja, sag mal, wie es ist. Leute, dieser Wein, Song d'Amour, ja,
gar nicht mal so teuer. Ja? Er geht natürlich auch aufwärts. Aber man kann ihn so ab 10 Euro noch was irgendwie sich mal bestellen. Ja? Irgendwo hier. Also habt ihr so eine Seite gefunden. Ja? Gibt verschiedene Ausführungen. Ja? Und geht natürlich auch steil aufwärts mit dem Preis. Also nicht so steil. Ja? Aber er hätte ihm teurer gedacht für so ein Beaujolais. Ja? Muss man sagen. Ja? Aber nee, Leute. Ja, hat mich mal interessiert zu so nebenbei. Nur mal, um das zu sagen. Naja. Also wie gesagt, die drei, Jean, Bruno und Mieke, ja, Mike, sind dann unterwegs. Ja. Und man merkt schon irgendwie, dass die irgendwie alle, naja, sie sind zwar irgendwie, ja, also sie sind nicht wirklich glücklich. Also sie stellen sich ihr Leben eigentlich ganz anders vor. Ja. Irgendwie verheimlichen die auch was. Was sie also verheimlichen und wie sie das dann. Ja, wie das so rauskommt, das sollte dann in dem Film wirklich erfahren. Was ist los? Ich mache mir noch mal ein Hühnchen. Ja, wunderbar. Dann mach erst mal dein Hühnchen, dann bist du gleich wieder da. Ja, alles super. Ja, lass dir gut schmecken, dann dein Hühnchen, ja. Und dann bist du gleich Kung Fu, ja. Das freut mich, ja. Schöne Hühnchenfutter, das muss sein, ja. Passt übrigens auch ein guter Rotwein zu, ja, wenn wir schon mal in so einem Film sind. Naja, also diese drei lernen dann auf ihrer Spritztour, kann man mal so sagen, durch halb Frankreich da. Mehrere Frauen kennen, ja. Eine spielt da sogar mit, die bei dem großen Fressen von 1975 mitgespielt hat. Fragt mich jetzt nicht, wie die hieß, ja. Aber am Frühstücksbuffet, ja, da sieht man dann die eine da, die sich nur Obst darauf knallt auf den Teller für Frühstück, ja. Ich könnte ja früh nie was essen, ja. Da ist immer so eine Gurkenscheibe oder so. Mehr ist da nicht drin bei mir, ja. Aber da eben auch so. Es gibt dann auch super, zum Beispiel einen kurzen Gastauftritt von Chiara Mastroianni. Und zwar die Schauspielerin, die Tochter von Marcello Mastroianni und Catherine Deneuve ist. Und zwar die spielt dann da mit bei, wo die da kurz mal anhalten. Und die hat so einen Stand, also quasi am, ja, wie sagt man, da wo die Fahrbahn ist, ja, auf dem Rasen hat die da so einen Stand. Und hat eine kleine Rolle da. Also sehr nett gewesen, ja, muss man wirklich sagen. Eine kurze, aber feine Rolle, kann man so sagen. Ja, super. Ja, was ist das? Ach so, ja gut, wunderbar. Ach, ich habe was gesagt. So, also wie gesagt, ja, die lernen dann auch eigentlich immer so Leute kennen, die eigentlich auch gerade in so einer Lebenskrise sind oder sich sehr viel Gedanken zum Beispiel um das Leben machen. Die lernen dann auch da, wo sie da dinieren, sage ich mal so, in einem Restaurant eine gerade angefangene ja, Kellnerin kennen, die ja, ein bisschen plump sich anstellt, ja, naja gut, aber die dann auch ins Gespräch kommt mit den beiden, Bruno und Jean, und die wirklich in einer Lebenskrise steckt, ja, die regt sich zum Beispiel wahnsinnig darüber auf, diese Schulden, die die Welt macht, also Europa generell macht. Und sie ist noch so jung und sie hat solche Angst. Wie soll ich denn bestehen, wo auch überall nur Schulden sind? Also die denkt wirklich, es betrifft sie selbst. Also natürlich betrifft es die Welt, ja. Aber sie tut das so, als wenn das wirklich, man könnte als Zuschauer tatsächlich meinen, sie ist selber, also als hätte sie Schulden, als wäre sie in Insolvenz oder so. Und also, man merkt richtig, dass sie das fertig macht, ja. Und das finde ich auch toll in dem Film zum Beispiel, dass man nicht nur jetzt hier so drei gute Jahrgänge, ja, also Papa, Sohn und noch ein anderer, der den Taxifahrer spielt, da einfach mit reingenommen hat und ihm fahren da einfach durch, sondern dass man auch wirklich mal diesen Film ein bisschen sozialkritisch gemacht hat und wirklich auch mal auf die Ängste der Bürger, die den Film ja letztendlich dann konsumieren. Im Kino dann damals, ja, dass man darauf auch mal eingegangen ist. Finde ich mir aber super toll, ja, muss wirklich sagen. Das hat mich wirklich mal überrascht. Und in diesem Film hat es auch richtig gut reingepasst, weil er eben nicht wirklich französisch, aber auch nicht so richtig belgisch, sondern wirklich so richtig so einfach als Gemeinschaftsproduktion richtig gut zusammengewürfelt ist und daher, da er so anders rüberkommt, eben, es ist ein Road-Movie, ja, kann man wirklich so sagen, es ist ein Road-Trip, den die ja machen. Und da, dass man sich auch mal über den Sinn des Lebens oder die Fragen des Lebens mal mehr Gedanken machen kann. Und auch sehr nachdenklich mal stimmt, aber nicht zu nachdenklich. Also es macht jetzt nicht so, dass man als Zuschauer sagt,
Mann, ich habe da schon selber die Probleme, ja, aber bis ich weiß. Und jetzt noch kommen die mir ja auch noch damit, ja. Nein, so auch nicht. Aber dass man das so anspitzt, ja, so sagen wir mal, ja, kann man schon so sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, obwohl ich, wie gesagt, am Anfang wirklich ein bisschen damit zu tun hatte, weil ich mich wirklich auf tolle Landschaften eingestellt habe. So richtig tolle Landschaften. Also irgendwie so, weiß ich nicht, ja. Aber dann sah das doch sehr trist aus. Und das soll aber wohl anscheinend auch so sein. Denn wie ich schon am Anfang gesagt habe, einfach mal vorspulen, ja, es gibt tolle Ecken, die man da sieht, wunderschön, wo man auch sagt, Mann, da könnte man wirklich mal einen Urlaub planen, ja. Und dann gibt es aber, dann fährst du wieder um die Ecke und dann denkst du, ach Gott, ach du meine Güte, ja, wo bin ich hier gelandet, ja. Aber wie gesagt, ja, und das sage auch ich, die Frankreich so unendlich liebt, weil es wurde ja in Frankreich gedreht, ja. Es war eine französisch-belgische Produktion oder Co-Produktion, wurde aber direkt in Frankreich gedreht. Und ja, auch wenn ich Frankreich liebe, ja, es ist genauso wie Berlin liebe, ja. Es gibt schöne, aber auch nicht so schöne Ecken. Und es ist schön, dass man das auch mal sieht, ja, dass da nichts beschönigt ist, ja, nur um irgendwelche Touristen vielleicht anlocken zu wollen, sondern mal echt das echte Leben da mal zu sehen ist. Was toll ist, ja, was ist das? Heute Mittag Rind, Mittag. Lecker. Rind und Reis und Gemüse heute Mittag. Und jetzt noch Hühnchen. Ja, wunderbar, ja. Da musst du ja erstmal wieder trainieren, dass die Funde wieder runter ist. War Kung Fu, man muss ja mal nett aussehen, ja. Muss aber sagen, lass dir gut schmecken. Bon Appetit. Gut, also wie gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut der Film, macht sehr nachdenklich. Und ich habe ihn so, bevor ich den Stream jetzt hier gemacht habe, meine Lieben, immer noch weiter laufen lassen. Also so leise. Eigentlich habe ich den Ton gar nicht mehr angehabt. Manchmal dann doch nochmal. Und wenn man ihn mehrfach sieht, muss ich wirklich sagen, ja, also Song d'Amour jetzt, ja, drei gute Jahrgänge, wenn man dann wirklich nochmal so direkt, weil beim ersten Mal schauen, ihr wisst, ja, da sieht man einen Film, da nimmt man ihn erstmal auf, um einen Film richtig so in sich wirken lassen zu können, muss man ja manchmal doch zumindest beiläufig noch laufen lassen und nochmal vielleicht schauen, ja. Beim zweiten Mal wird erstmal die Tragik, die in den Menschen vor sich geht, von den drei guten Jahrgängen. Und die Leute, die sie natürlich auch kennenlernen, sehr viel bewusster. Und man merkt erstmal, was das eigentlich für ein unglaublich schöner, melancholischer und aber auch lustiger Film, aber eher so aus, ja, er hat so lustige Spitzen, die mir auch wieder gefallen, wo ich sage, jetzt ist er richtig typisch französisch, ja. Und ja, Paul Worde und wie sagt man, Depardieu, ja, die haben sowieso immer schon so ein Gesicht, ja. Die brauchen nur so ein Ding zu machen und einen Blick zu, ja, irgendwie so komisch zu schauen. Und dann merkt man schon, Hammer, ja. Also die Gesichter sprechen Bände, ja. Auch Vincent Lacoste hat toll gespielt, eben den jungen Taxifahrer, der auch eigentlich auf der Suche ist nach einer Frau, ja. Und ja, naja, auch ein bisschen so, wie soll man sagen, er erzählt den Fahrgästen quasi so Sachen, die er gerne selber hätte, aber nicht hat. Ja. Und dann ziehen die sich so gegenseitig so ein bisschen auf, weil eigentlich wissen alle drei voneinander, sie sind eigentlich ja, allein, ja. Die haben eigentlich niemanden, ja. Was ist das? Ja, mageres Fell. Ja, mageres Fell. Ja, lecker, ja. Ja, Futterschön Kung Fu, ja, muss sein. Ich esse, die Kulle isst ja auch sehr gerne Rand, ja. Nur so teuer hier in Berlin, ja. Aber ansonsten sehr gerne Rand, ja. Rindfleischsuppe, Rindfleischsalat vor allen Dingen, ja. Wunderbar. Ja, da passt halt. Rinderroland, ja. Rinderroland fallen mir auch gerade, ja. Wunderbar. Wie gesagt, er ist wirklich ein Film, also nicht jetzt so, dass ihr sagt, Ruh, ja. Also es ist zum Beispiel nicht so wie bei Monsieur Claude, ja. Wo ja auch mehrere Jahrgänge waren, wenn man so will, und dann das Knall auf Fall geht, ja, so nicht, ja, da war es ja auch eher ländlich gehalten bei Monsieur Claude, aber, hier ist es wirklich, eben wirklich ein reiner Road-Movie-Trip, ja, der Film kommt völlig anders daher, ich weiß auch gar nicht richtig, wie ich das erklären soll, das muss man einfach erlebt haben. Und wenn man es dann erlebt hat, wird man vielleicht erst so sagen, naja, vielleicht nicht so mein Fall, ja. Dann schaut ihn euch aber nur mal im Vorbeigehen. Ihr braucht ihn nicht normal schauen dann also. Aber lasst ihn mal so ab und zu noch laufen, so ein bisschen so. Leise. Also ihr werdet merken und dann achtet noch mal beim zweiten Mal direkt darauf,
wie die Leute ihre Mimiken setzen und auch wenn sie still mal sind, wie tiefgründig dieser Film eigentlich ist. Und das hat mich beim zweiten Mal dann tatsächlich voll geflasht. Ich muss wirklich sagen, da sind mir auch ein bisschen so Tränen nicht runtergelaufen, aber mir Tränen in die Augen gekommen, weil ich dachte, das ist aus dem Leben gegriffen. Ja, ich habe heute meinen ganzen Album auf dem Handy durchgehört. Ja, wunderbar, schön, ein bisschen Mucke gehört, ja, Moni, wunderbar. Ja, ich habe, ach ja, an dem Tag, wo wir hier Stream hatten, am Donnerstag war es, oder? Da habe ich dann später noch Musik gehört, ja, also solche französische Musik, ja, ich will französische Musik, muss ja sein, ja, ein bisschen Dalida, ein bisschen Dave. Und dann noch ein bisschen ABZ irgendwie, aber auch also französische Mucke hauptsächlich, ja. Ja, wunderbar, ja. Ja, naja, muss auch sein, ja. Man muss ja, ja. Naja, wie gesagt, meine Lieben, was soll ich sagen, ja. Der Film kommt anders daher, wie gesagt, als er sein soll. Ja, also er soll schon so sein, wie er ist, ja. Aber es ist sehr interessant, vor allen Dingen, wenn man dann sieht, wie Bruno sich wirklich abmüht, ein Vibe zu finden, ja, für ihn, ja. Für sich selbst, ja, und eben auch diese Sache eben, wie bringt der Papa mit bei, eben jetzt, dass er nicht Landwirt werden will. Und da ist zum Beispiel am Ende eine wunderschöne Szene, als sie wieder also zurück nach Frankreich kommen und dann nochmal auf die Landwirtschaftsmesse gehen, wo sie dann ihren Zuchtbullen quasi, oder ist das eine Zuchtkuh? Keine Ahnung, ja, ich sehe da mal nicht durch. Also jedenfalls so einen Zuchtbullen da vorstellen möchten. Und da gibt es dann eine riesen, also fand ich riesig schön, also so eine Szene mit Depardieu dann. Und der kann ja unglaublich gut mit Mimik, ja. Und dann sieht er da so traurig aus, oder so ein bisschen verloren und so. Und dann sagt er aber so einen schönen Satz da und überhaupt auch so. Es gibt auch Monologe in dem Film, wo alle drei eigentlich zusammen sind, also Taxifahrer, Sohn und Papa, ja. Und jeder sinniert so über sein Leben. Aber nicht so, ja, wie so und das hier macht, sondern ist sehr tiefgründig. Man muss wirklich sagen, hat mir sehr, sehr, Hühnchen ist fertig, dann lass dir das Hühnchen jetzt schmecken. Ja, lass es nicht kalt werden. Ich hoffe schön mit Pelle, also schön mit Haut mit dran, ja. Die Kulle ist ja Pelle-Verfechter, ja. Pelle ist alles für mich, ja. Muss sagen, ja. Lass dir gut schmecken, Kung Fu, ja. Und dann hau rein. Ja, also wie gesagt, ja, also es gibt viele tiefe Momente in dem Film. Der Film an sich kommt erstmal gar nicht so tiefgründig rüber, aber es ergibt sich mit der Zeit. Also ich würde euch den Film wirklich gerne empfehlen. Schaltet auch nicht gleich ab, nur weil ihr vielleicht denkt, ach, so langweilig mit dieser Landwirtschaftsmesse oder so. Und dann fahren die da einfach bloß so durch und lernen dann ein paar Leute kennen und so. Schaltet nicht gleich ab. Haltet mal wirklich ein bisschen durch. Der Film ist von Anfang an bis zum Ende richtig gut. Ja, sonst würde ich den jetzt hier nicht reviewen oder euch den aufschwatzen wollen. Ich schwatze euch sowieso nichts auf. Ja, es sind ja immer bloß meine Empfindungen, meine Meinung, ja, wie ich immer sage. Ja. Meine Meinung zum Film Saint-Amour, ja, drei gute Jahre, was ist das? Ja, Haue ist dran, ja, Pelle heißt Haue. Ja, Pelle, also bei uns in Berlin sagt man zur Haut, also diese schöne, was immer so knusprig da und so ist. Pelle, ja, bei uns sagt man da in Berlin Pelle, ja. Ja, das ist so, ja. Und ich futter die Pelle sogar, natürlich das Fleisch auch, ja. Aber Pelle, no, ja. Ich habe immer früher gesagt, Leute, und das sage ich auch heute noch, ja. Eigentlich könnte so ein Hühnchen oder so eine schöne Ente, ja, also so eine schöne Gans, eigentlich nur aus Pelle bestehen, Leute, ja. Und schön Soße, ja, ist ja klar, ja. Ja, ja, finde ich geil, ja. Da kommt mir schon, habe ich schon richtig Appetit. Muss sagen, ja, lasst euch gut schmecken. Wie gesagt, das war eigentlich heute schon, ja. Weil zu diesem Film kann man nicht wirklich viel sagen. Das muss man erlebt haben, weil die ja wirklich nur einen Roadtrip machen durch Frankreich. Das, was dann passiert da so einigermaßen, habe ich erzählt. Es soll ja jetzt auch nicht großartig gespoilert werden. Ihr habt einige Kleinigkeiten gespoilert, die aber jetzt nicht so sehr dann für euch jetzt schon, wenn ihr es hört, von Wichtigkeit wären oder vielmehr ja schon wichtig, aber nicht, dass sie was verraten. Ja, es soll ja nichts verraten werden. Ich möchte, ja, du stehst auf Hühner, ja. Auf welche Kung Fu, ja? Auf welche Hühner, ja? Das ist hier die Frage, ja. Ja. Das kann man als Frau auch anders verstehen, ja? Olle tun nur. Ja, wunderbar.
Also, meine Lieben, das ist eigentlich heute die Review gewesen. Ja. Ich kann euch den Film wirklich empfehlen, aber ich sage auch dazu, er ist anfangs gewöhnungsbedürftig, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Vielleicht steht ihr direkt auf diese Art, einen Film zu machen. Aber ansonsten, bitte schaut ihn euch ruhig mal so nebenbei nochmal, zappt danach nochmal so ein bisschen durch, einen Tag später oder so. Schaut euch den zweites Mal an. Da geht er richtig dann rein nochmal, ja, weil beim ersten Mal schaut man so, ja, da weiß man überhaupt nicht, was einen erwartet. Dann beim zweiten Mal kann man es wirklich in sich nochmal, ja, verarbeiten quasi und achtet nochmal auf ganz andere Dinge, was man beim ersten Mal nicht so tut, ja, also ich sage nichts mehr. Und mal, ja, naja, das kommt wohl, ja. Hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt, ja. Nee, weißt du auch, ja. Ist halt nur Spaß bei der Kunde, ja. Aber hat gerade so gut gepasst, weil musste ich raushauen. Wunderbar, ja. Aber, wie sagt man, ja, du bist, ja, du weißt immer gleich eine gute Antwort drauf. Das gefällt mir, ja. Das, so hat gefällt mir, ja. Gleich so hier eins drauf nochmal. Richtig gut, ja. Ja, also wie gesagt, meine Lieben, ja. Das war es eigentlich. Also mir hat vor allen Dingen auch, ihr seht ja hier auch, ich habe auch geschrieben, Gérard Depardieu und Gustave Kervin. Also nee, Kerven, so heißt der. Kerven, so wieder ausgesprochen, ja. Ja, ich war, ja. Bei mir war es auch so gemeint, ja. Von daher. Ja. Und aber wie gesagt, dieser, muss immer überlegen mit dem Nachnamen, ja. Gustave Kerven, ja. Kerven, ja. Kevin, ja. Kevin, ja. Der ist übrigens auch Schauspieler, hat aber zu diesem Film hier, Songs d'Amour, drei gute Jahrgänge, das Buch und die Regie gemeinsam, also Regie gemeinsam mit, hier, wie heißt er denn? Mit Bruno-Darsteller zusammen gemacht, ja. Und hat auch eine ganz kleine Rolle in dem Film, also der Gustav, ja. Den Nachnamen nicht nochmal, ja. Könnte auch immer selbst wieder sagen, wie da gesprochen wird. Und irgendwie kriege ich das nicht so gut hin, ja. Aber dieser Gustav, ja, der ist generell auch Schauspieler und hat eine ganz kleine, naja, so eine kleine Rolle auf dieser Landwirtschaftsmesse. Ja, da müsst ihr mal so ein bisschen gucken, ja, wo, ob er den dann findet. Und dann könnt ihr mir Bescheid sagen. Aber der hat zusammen mit Benoit Paul Forde die Regie gemacht. Auf jeden Fall, die wollten dieses Gemeinschaftsprojekt machen und das ist ihnen wirklich gut gelungen. Mir gefällt der Film, ja. Also zumindest nach dem zweiten Mal hat es bei mir gegriffen. Ja. Es ist jetzt kein Film, den ich euch jetzt wirklich, wo ich jetzt noch in 20 Jahren vielleicht davon erzähle, das jetzt vielleicht nicht. Da gibt es andere wirklich noch bessere. Aber er hat mir gefallen, besonders wenn man jetzt so mal betrachtet, weil man sich wirklich mal auf die Leute mal konzentriert. Was sie eigentlich für Sorgen haben. Also jetzt nicht übertrieben, ja, nicht, dass man hier runter, dann, also dass man depressiv wird, aber wo man sich als Zuschauer auch wirklich verstanden fühlt und sieht, nicht nur ich sehe das so, diese Probleme, die hier in Europa so herrschen, aber es ist nicht vorrangig. Es kommt immer so ein bisschen durch, weil jeder, die treffen ja viele Menschen da, ja, und jeder hat so seine eigenen, ja, persönlichen Probleme auch und weltliche Probleme. Und da lasst euch mal überraschen. Also, die haben sich wirklich immer was einfallen lassen. Es ist richtig gut zusammengewürfelt, ja. Und eben auch die Nebenrollen, die sind auch toll mit tollen Schauspielern, ja. Müsst da wirklich mal, ihr werdet begeistert sein, denke ich schon. Steht, ja, und mal so ein bisschen Roadmovie durch Frankreich, ja. Und auch auf belgische Produktionen steht, was es ja auch mit ist, ja. Ja, das ist richtig. Ja, man braucht einen. Also, da hast du recht. Braucht man. Auf jeden Fall kommt gut. Da bin ich, man braucht, ohne das kommst du heute nicht mehr klar. Ja. Siehst ja, braucht man immer. Ja. Und auch wo die Kulle mit Kulles Filmwelt angefangen hat. Wo ist die Kulle zuerst hingelatscht? Ja. Ich bin zum Medienanwalt erstmal gelatscht, um alles erstmal abklären zu lassen. Ja. Ja, es ist so. Ja. Und so auch, man braucht immer Anwälte. Ja. Es ist, wie es ist, Kung Fu, da gebe ich dir recht, ja. So, ja, aber wie gesagt, das war es eigentlich von meiner Seite aus heute mit diesem Film, weil, wie gesagt, mehr ist eigentlich nicht zu erzählen, weil Roadtrip durch Frankreich, ja, belgische Produktion, Leute haben Probleme, Leute lernen sich kennen, Leute reden miteinander, Leute tauschen sich aus,
Bruno ist ein bisschen hier angepichelt ständig, ja, hat damit ziemliche Probleme, möchte ich sagen. Depardieu ist unglaublich ja, melancholisch in seinem, ja, in seiner Rolle, muss ich wirklich sagen, hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ja, ja, ihr wisst ja, hab eine Schwäche, seit meiner Kindheit eine Schwäche für Gérard Depardieu als Schauspieler, ja. Und aber eben auch Paul Worde hat unheimlich gut gespielt, ja. Ich weiß immer gar nicht, dieser Nachname von Bruno-Darsteller, ja, der klingt immer so für mich so ein bisschen niederländisch oder irgendwie so, ja. Von daher denke ich mal so, wie wird das ausgesprochen? Ja, ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig gemacht, ja. Wenn nicht, dann steinigt mich bitte nicht, ja. Es ist ja egal. Ihr könnt es euch ja gerne mal auf dem Internet anhören. Es gibt massig Videos zu Bruno-Darsteller, Benoit, sage ich mal jetzt so, ja. Und lasst euch einfach überraschen. Ich habe euch alles unten in die Videobeschreibung reingelegt, Trailer, Filmchen, ja, den ihr hier auf YouTube dann sehen könnt. Es macht Spaß, den Film zu sehen. Man muss ein bisschen reinkommen, vielleicht am Anfang, vielleicht kommt man auch sofort rein. Aber er lohnt sich, Leute, ja. Drei gute Jahrgänge, Saint-Amour, ja. Und wenn ihr es habt mit Wein, ja, könnt ihr euch eine kleine Flasche dazu noch vielleicht gönnen. Ja. Saint-Amour, diesen Wein gibt es wirklich, ist ein Beaujolais, wird in der Region Beaujolais auch wirklich angebaut, hauptsächlich. Und ist ganz günstig noch, ja. Hab abvoll mal geschaut, ja. Also wenn, dann richtig, ja, dann lasst es krachen bei dem Film, ja, und wünsche euch damit viel, viel Spaß. Jetzt ist natürlich die Frage, ja. Meine Review ist eigentlich vorbei, ja. Die ist jetzt vorbei, ja. Ach so, nee, noch nicht ganz. Er muss ja noch bewerten. Jetzt habe ich die Bewertung, wir haben fast vergessen, mein Lieben. Also, bei allerbesten Filmen, ja, wisst ihr ja, Höchstpunkt sei 5, ja. Nun gut. Ihr wisst, ihr kennt mich ja auch schon lange, wie ich so immer bin, wenn mir ein Film enormst gut gefällt, ja, oder, ne, so nicht gut, ja, oder überhaupt nicht gut, ja. Hier muss ich sagen, ja. Von 5 Sternen, ja. 4 gute Sterne, ja. Nicht 4 Minus, nicht 4 Plus. Genau glatte 4 Sternchen gebe ich diesem Film. Also da könnt ihr euch, und das sage ich jetzt hier nicht nur, ich bekomme ja nichts dafür, Leute, wenn ich jetzt den Film jetzt hier anpreise, ja. Überhaupt nichts, ja. Es macht mir bloß Spaß, euch immer irgendwelche Tipps zu geben. Und daher sind das wirklich von meiner Meinung her nach, meine Meinung zum Film Saint-Amour, 3 gute Jahrgänge bekommt von mir glatte 4 Sternchen, ja, also glatte 4 Fingerchen im Grunde, ja. Gut, also das hatten wir jetzt auch fertig. Bewertung steht auch, ja. Und nun ist die Frage, ja, soll die Kohle noch ein bisschen da bleiben oder sagst du, nö, reicht ja, will mein Hühnchen essen, ja, oder will Musik weiterhören, ja, vielleicht auch heute noch mal, ja, heute hat man ja noch mal Zeit. Es ist ja eigentlich im Grunde nur wie Samstag, ja. Morgen ist dann wie Sonntag, mein Lieben, ja. Es ist, wie es ist. Durch die Feiertage ist das ja so. Also könnt ihr euch jetzt noch überlegen, soll die Kunde noch eine Viertelstunde bleiben oder soll die Kunde sagen, ist vorbei, jetzt die Review, ja, tschüss. Könnt ihr euch mal überlegen. Ich warte jetzt noch ein bisschen, ja, ich bleibe noch ein bisschen bei euch, ja. Ja, ansonsten könnt ihr euch jetzt überlegen, sagt mir Bescheid, ja. In der Zwischenzeit proste ich euch nochmal auf Ostersonntag zu euch allen, ja. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute war es ja ein bisschen später, Leute, erzähle ich auch gleich nochmal rum, ja. Prost euch, mein Lieben, ja, auf euch. Und zwar, mein Lieben, ich hatte ja eigentlich geplant, heute wieder 7:30, ja. Und dann habe ich auch Wäsche gewaschen, ja. Muss ja auch mal sein, ja. Man muss ja mal die Wäsche waschen. So, meine Waschmaschine geht ja dann so 2 Stunden, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, muss die Dinger jetzt auch noch aufhängen, also die Wäsche, ja. Sonst stockt das, ja. Ist ja nicht gut, ja. Und von daher habe ich mich zuerst ein bisschen verplant. Deswegen hatte ich erst gesagt, ja, mache ich um 8, dann war die aber erst so und so fertig und zurecht machen muss ich mir auch noch ein bisschen. Habe ich gedacht, 8:30. Hat genau gepasst, Leute, ja. Also deswegen habe ich zweimal umgedings. Ja, was ist cool? Ein Bauchtanz. Also. Ja, gut. Ich sag dir was, Kung Fu, ja. Ich mache es nicht heute. Aber da, ich verspreche es, ja, ich mach Bauchtanz, ja, aber mach den Bauchtanz erst, wenn ich hier Platzsport mache, ja, dann passt das, das ist ja körperbetont, dieser Film, ja, dann mache ich Bauchtanz, ja. Am Freitag, Leute, ja, mache ich Bauchtanz dann, ja, ich verspreche es, ja, ist aber nicht jetzt, ja, weil da muss die Kunde schon ein bisschen schicker angezogen auch sein, ja, muss ja sein, ja,
Naja, jetzt hier heute dachte ich, auf mein Pulli reicht. Kulissa-Bauchtanz machen, also ist ja unglaublich. Nicht, also komm, wo ich das mal so, ja. Kulissa-Bauchtanz machen, ja. Meine Antwort darauf, nicht ohne meinen Anwalt, ja. Ja, man weiß ja nie, Leute, ja. Nicht ohne meinen Anwalt, ja. Nicht ohne, dass ich sie vorher befragt habe, ja. Ob die Kollegin auch das machen darf, soll, kann, muss, ja. Ja, ist doch so, ja. Ansonsten bleiben wir bei Freitag, ja. Ja. Also, es ist doch, wie es ist, ja. Gut, gut. Also, meine Lieben, ihr könnt, ich bleibe noch so 10 Minuten bei euch. Ich rauche noch eine mit euch hier zusammen und dann kannst du singen. Ja, früher konnte ich mal gut singen, ja. Früher konnte ich ganz gut singen, ja. Heute weiß ich nicht mehr, ja. Was soll ich denn singen? Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfchen, das Wasser. Punkt, Punkt in die Höhe. Ja, aber man weiß ja nie, ja. Ja, nee, ich konnte mal wirklich gut singen, ja. Nee, mein Anwalt hat es anders, ja. Und wie der heißt, sag ich auch nicht, ja. Wenn mal was ist, ja, dann sollte er schon überrascht von dir werden, ja. Muss ich mal so sagen, wie es ist, ja. Naja, meine lieben Leute, so Leute, ja. Also singen, wie gesagt, ja. Ich war früher sogar mal, Moni hat das jetzt gefragt, kannst du singen? Ja, ich war damals, wo ich erste Klasse war, bis zur dritten Klasse in der Schule, ja, war ich sogar im Chor. Ich konnte damals das hohe A singen und mein Gesangschorleiter da, der wollte nicht, dass ich aussteige aus dem Chor. Ich wollte mit in der dritten Klasse dann aussteigen und hat gesagt, es singt aber keiner das hohe A. Ich brauche dich wegen dem hohen A. Und weil der aber bloß Kinderlieder immer gesungen hat, habe ich gesagt, sie singen immer bloß dieselbe Kacke, ja. Muss man so sagen, wie es ist, ja. Gehe ich raus. Er hat ja mich bezirzt, ja. Und hat mich ein Vierteljahr getreten, dass ich wieder rein soll. Habe ich gesagt, ja gut, okay, ja. Ich gebe ihm nochmal eine Chance. Ich mache auch keine Kinderlieder mehr. Gut, ich war da noch ein Kind, aber ich habe keine Kinderlieder gesungen im Grunde. Ja. Immer nur Schlager oder Chansons oder so, ja. Also so erwachsene Musik im Grunde, ja. 80er Jahre war das, ja. Und dann hat er mir das versprochen. Dann habe ich gesagt, wenn Sie das Versprechen nicht halten, gehe ich wieder raus aus dem Chor. Ist mir wurscht, ob da dann jemand eine hohe A singt oder nicht. Ja. Das müsst ihr euch mal überlegen. Da hat er mich dann besucht. Dann lasse ich mich wirklich nochmal überreden, ja? Hat er wieder das hohe A von mir gehabt? Ja, war immer die Erststimme. Ich musste mal den Ton angeben. Und zwar, weil ich extrem hoch konnte. Ja. Was macht der? Was macht dieser Mann? Ja? Wieder Kinderlieder. Nach 2 Monaten war es dann vorbei. Er hat gesagt, ich habe ihm Zeit gegeben, ja? Hat sich wieder nicht geändert. Ich singe nicht tausendmal dieselbe Kacke, ja? Und da wusste der auch, bei mir ist nicht mehr, ja? Und da habe ich zu Hause gesungen. Ja? Weißt du sagst, der. Platzbesprechung gibt es Bauchtanz. Ja, Freitag mal einen kurzen Bauchtanz. Aber ich kann es natürlich nicht richtig. Ja? Also, das ist nur mein Verständnis vom Bauchtanz. Ja? Ich mache das dann am Freitag. Ja? Mache das dann am Freitag. Freitag, nicht heute. Ja, ja Sache, Moni. Ja? Der eine sagt, es ist gar nicht so schlecht. Der andere sagt, es ist scheiße. Ja? Der andere sagt, nö, ist schön. Ja? Hauptsache, es macht Spaß. Ja? Heutzutage, ich habe natürlich auch durch das Rauchen, da ist die Stimme natürlich deutlich tiefer geworden. Ja? Also das hohe A. Ja? Aber so ansonsten macht mir Spaß, mache ich ja. Und Moni, nimm dich nicht zurück. Ja? Was Spaß macht, ja, einfach raus. Ja? Die Nachbarn müssen ja wissen, dass man noch lebt. Ja, ein bisschen Ärger muss man ja auch mal. Ja? Und Hauptsache, macht Spaß. Ja? Ich singe auch regelmäßig. Ja? Aber ob das heute noch so schön klingt wie früher, ja, naja, das sei dahingestellt. Also, ja, was soll ich sagen? Jetzt muss ich aber wirklich mal die Lunte anmachen. Ja, also wie gesagt, ja, also singen heute, ich singe noch sehr, sehr gerne. Aber naja, ob das nun jemandem gefällt, weiß ich jetzt nicht. Ne? Es gibt Lern-Tutorials, ja, aber Kung Fu, es ist nicht meine Welt, weißt du? Es ist nicht meine Welt. Das ist ja schon wieder so ein bisschen indisch, ja. Und ich habe es nicht so mit orientalen Sachen, weißt du? Wirklich nicht. Also ich bin da wirklich, ja, sehr europäisch, sag ich mal, ja. Also man könnte mich ja zum Beispiel dazu vielleicht bewegen, tatsächlich mal einen Tanzkurs tangomäßig oder walzermäßig zu machen, ja, oder so.
Aber Bauchtanz, das ist eigentlich meine Welt, ja. Ich mache das mal zum Spaß, ja, wo ihr euch dann lustig lachen könnt, wie das bei der Kulle aussieht. Aber ich mache das nicht ernsthaft. Also das ist auch wirklich nicht, nee, wirklich nicht. Ich denke mal, was wackeln die da? Das sieht bei manchen sehr nett aus, aber mehr auch nicht, ja. Das ist nicht so mein Sermoni, um es so zu geben. Und es geht nicht ums Klingeln. Wieso, was war mit Klingeln? Was war mit Klingeln denn hier? Bonnie Tyler. Ja, Bonnie Tyler. Ja, naja, gut. Ja, so. Naja, so auch nicht. Nee, so auch nicht, Moni. Ja, Bonnie Tyler, da bin ich noch weit entfernt von, ja. Aber sehr tief halt so, ja. Also, so, naja, so wie Hildegard Knef und Marlene Dietrich zusammen, ja. So, wenn ich dann singe. Aber vielleicht ist es auch besser, ja. Ich kann auch noch hoch, aber es geht nicht mehr so. Das hohe A kriege ich nicht mehr, glaube ich nicht mehr, ja. Aber Hauptsache, es war Spaß. Das ist ja die Hauptsache, meine Lieben, ja. Jetzt mal hier weg. Prösterchen, meine Lieben. Schönen Ostersonntag, der jetzt bald vorbei ist, ja. Naja, also wie gesagt, ja. Was ist das? Bollywood macht glücklich. Ja, dich macht's glücklich. Mich nervt's einfach nur. Bollywood macht mich so von nervig. Ja. Kung Fu. Ich freue mich für jeden, den das glücklich macht. Ich denke mal, was meine Güte, die immer mit ihren Bollywood-Märchen, naja. Also das ist mir so viel Gedöns da. Also ich muss wirklich mehr da sagen, ja, es ist Gedöns für mich. Nicht böse jetzt denken über mich oder so, aber mit Bollywood habe ich es noch nie gehabt. Ja. Ist nicht meine Sache, überhaupt nicht. Damit kann man mich jagen, meinweit, ja, es ist wirklich wahr. Nicht, dass ich nicht auch mal gerne Schmanzetten ziehe und so, ja, aber es geht nicht, ja. Okay. Was ist ja heute Abend noch los, ja? Wunderbar. Mich nervt dieses Verallgemeinern. Ja, naja, inwiefern jetzt das Verallgemeinern? Muni jetzt, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich Bollywood nicht mag oder so. Naja, ich mag es nicht. Anderen, wenn die das mögen, sollen so reinziehen sich, ja. Aber nee, also damit, also als das aufkam hier auch bei uns jetzt hier in Deutschland und so damals, nee, dachte ich, um Gottes Willen, was ist das denn, ja? Für mich war das gar nichts, ja. Ist auch nichts. Also das ist mir so. Da komme ich mir vor wie in Tausend und eine Nacht, ja, sowas habe ich, Tausend und eine Nacht, diese Märchen habe ich auch nicht gerne gesehen, ja, also, was das auch immer sein sollte, also von daher, ja, da kann ich euch nicht, also, nee, ich glaube auch Bollywood-Filme werde ich nicht reviewen, glaube ich, also das geht nicht, ja. Bei Karate-Filmen und so, ja, so, ja, also, ist schon in Ordnung, ja, weil, da, ja, das ist ja, nett, ja, verallgemeinern im Sinne von angenehm. Was? Ach so, okay. Ja, okay. Ja, ich habe, ja, das rutscht immer so weit gleich nach vorne, nach oben, Moni. Das habe ich nicht so mitgekriegt gerade. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, gut, schön. Ja, Kung Fu ist toll. Muss ja auch Leute geben, die diese Filme mögen, ja. Aber mich kannst du damit jagen. Ja. Ich mach da gleich eine 360-Grad-Drehung und zwar nach hinten weg. Ja, das ist eben, ja, ihr wisst ja, ich habe immer gesagt, ich werde immer ehrlich zu euch sein, ja. Werde mich nicht verstellen hier auch auf Kohles Filmbett nicht, nur um jemandem zu gefallen. Nö, habe ich nicht nötig, ja. Ich gefalle mir ja selber, das reicht ja. Aber ihr wisst ja auch, ich habe ja auch Gutes, ich habe ja auch, wie sagt man ja, will euch ja auch mal Freuden machen. Und wenn ich es kann, dann mache ich es, arme Bollywood, also da braucht der Kohle nicht kommen, ja. Das würde ich nach 10 Minuten abschalten, Leute, das wäre nicht, ja. Da kann man in YouTube, jo, wunderbar, gut. Jetzt haben wir Karate-Tier 8, ja, aber ich nehme jetzt natürlich am Freitag, nehme ich dann Bloodsport rein, hast du dir ja gewünscht, ja, und es ist natürlich auch nicht mein Hauptgenre, ja, das ich machen werde. Ihr wisst ja so meine Lieblingsfilme, ja, und da bin ich auch mal dankbar, dass ihr mir immer zuhört und mitunter mir auch schon gesagt habt, haben wir alle gesehen, ja, war toller Tipp, ja, aber jetzt nur noch auf sowas, ja, Martialart, ja, wie ich immer so sage, ja. Ist völlig verkehrt gesprochen. Ich weiß, es macht gerade jetzt absichtlich, ja. Und Bollywood, Leute, ja. Also Bollywood überhaupt nicht, ja. Bei so Karate-Kämpfen, Filme, Kampffilmen, ja, geht immer noch, ja. Aber auch nicht hauptsächlich, meine Lieben, ja. Muss ich sagen, ja. Ist nicht mein Ding, ja.
Aber wie gesagt, manche sind ganz gut, ja. Also Karate für mich, so, ja, ist in Ordnung, ja. Kann man mal durchgehen lassen, ja. Aber auch nicht hauptsächlich. Dazu muss man auch aufgelegt sein. Aber natürlich, wenn ich merke, dass sich hier wirklich jemand wünscht, ja, dann mache ich das sofort. Ja, Moni, damit kann ich nicht. Ja. Das ist so wie, als wenn ich ein Märchen schaue für Erwachsene, die nicht erwachsen werden wollen. Ich meine, man soll sich ja ein Stück Kindheit bewahren, aber es ist mir zu schmalzig. Also wenn man schon zum Beispiel auch deutsche Filme oder Komödien nimmt, ja, auch oft schmalzig. Aber Bollywood, da trieft ja wie sonst was, ja. Also für meine Belange, ja. Ich möchte auch niemanden beleidigen, der diese Filme mag, ja. Auf jeden Fall schön für euch, ja. Aber mit mir bitte nicht, da ist nichts mit, ja. Ne, da, also das werde ich auch nicht, glaube ich, da werde ich keinen Film reviewen. Also das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Geschmackssache, Moni. Ja, Komfort. Ja, Sache. Geschmackssache. Jedem sein Pläsierchen. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, wie man so sagt. Ja? Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Nicht, dass ihr jetzt hier noch Bollywood-Sachen machen muss. Ja? Nee, das kommt nicht in die Tüte bei mir. Ja? Also wirklich nicht, Leute. Ja? Mich hatte letztens hier, wie heißt er denn? Auch irgendwie so ein Filmtyp von unserer Gemeinde, ja? Hat da gesagt, er wollte der Doktor und das liebe Vieh machen. Mach ich noch, ja? Mach ich wirklich noch, ja? Aber selbst so eine britischen Sachen, sagt man ja, da muss ich mich drauf wirklich einstellen vorher, ja. Ja, und auch das ganze Indische mit, ja. Naja, gut, also Chakra ist ja nicht nur indisch, sagen wir mal. Das hat ja sehr viel mit Buddhismus an sich zu tun. Gut, da sind wir schon wieder im Indischen, aber das ist schon wieder anders. Buddhismus ist nicht gleich Buddhismus. Das, was du meinst, Moni, ist ja eher so diese Theravada-Zeugs, ja. Dieses vorgegaukelte Gedöns von Buddhismus, was kein Buddhismus ist, also quasi der, was der Lama macht und so, ja. Wenn man jetzt den richtigen Buddha nimmt, die richtige buddhische Lehre, ja, da ist es schon ernst gemeint, ja. Für mich sind diese Bollywood. Ja, so kann man es auch schreiben, ja. So kann man es auch schreiben, Moni, ja. Ja, so würde ich es jetzt nicht sagen, ja. Ich bin da immer noch, weil mir die Leute leid tun, die dann wirklich auf sowas stehen. Und ich sage einfach, mir fällt das einfach nicht. Es ist nicht mein Genre, da komme ich nicht mit, also da komme ich nicht konform mit. Das ist mir, also, nee, das ist auch nicht meine Kultur, ja. Ja, aber ja, nee, aber nicht, wenn du die richtige buddhische Lehre, also die wirklich vom Buddha gelehrt wurde, dann ist es schon wirklich eine ernsthafte Lehre. Also da musst du wirklich unterscheiden. Du darfst das nicht mit dieser pseudo-esoterischen Sache im Einklang bringen, Moni, weißt du? Und was soll man machen, ja? Ich sag mal so, ja, bin auch eher dem Buddhismus zugetan als irgendeiner anderen Religion, ja? Muss man so sagen, ja? Von daher, alles klar, ja? Aber jedem, wie er es will, ja? Aber so diese pseudo-esoterische geht bei mir auch überhaupt nicht, ja? Ja, richtig, ja. Ja. Also, wie gesagt, bei mir nur das kommt da in die Tüte, ja. Diese pseudo-esoterischen Theravada-Nonsense da, ja, geht gar nicht, ja. Ist für die Kulle nicht, ist nicht, ja. Ist einfach nicht, ja. Naja, wie auch immer. Aber nur, dass ihr mal so wisst, weil wir jetzt gerade Thema hatten, wie die Kulle so tickt, ja. So, meine Lieben. Habt ihr noch irgendwas heute, was euch auf dem Herzen liegt, wo ihr sagt, möchte noch mit Kulle drüber sprechen? Oder sagt er, bin auch froh, wenn die Kulle jetzt vorbei ist, ja? Weil es ist ja heute später, Leute. Ja. Erstmal, dass uns nicht nur die Zeit geklaut wurde, eine Stunde später, jetzt wäre es ja erstmal 9:30, ja, jetzt haben wir schon 9:30. So eine Schuhreihe, ja, möchte man so sagen, ja. Und natürlich ist die Kulle auch noch später heute erschienen hier, ja. Aber sie ist erschienen, ja. Und jetzt ist es natürlich schon 9:30, meine Lieben. Also sagt mal, ob ihr noch wollt oder ob ihr nicht wollt. Ansonsten mache ich Schluss. Ja. Aber gut. Ich hatte jetzt wieder jeder über den Äther erfahren gerade hat, wie die Kulle will, ja, oder auch nicht. Ja, oder sich nach euch richtet. Ich rede heute auch wie ein Humbug hier zusammen, ja. Sagt mir mal Bescheid, meine Lieben, ja. Wäre nett zu erfahren. Man muss ja wissen, wo man dran ist, ja. Ansonsten machen wir für heute Schluss, meine Lieben. Ich kann auch das Schweigen im Walde. Ich sitze jetzt hier einfach nur und warte hier. Meine Lieben, wie wollt ihr? Wollen wir noch bis 3 Viertel machen oder wollen wir jetzt einfach sagen, bist müde?
Ja. Niedlich, ja, bist müde, ja. Naja, also Leute, es ist ja auch später geworden, als ich eigentlich wollte. Wir haben jetzt über 1 Stunde 5 schon wieder geredet, ja. Dann würde ich jetzt sagen, wir machen Schluss, ja. Morgen weiß ich nicht, ob ich live komme, ja. Weiß ich nicht, ja. Aber irgendein Video wird bestimmt nach oben geladen werden, ja. Also nicht wer traurig sein, Moni, nicht wer traurig sein, ja, wenn die Kunde morgen sagt, morgen ist nicht live, ja. Weil ich habe am Dienstag noch einen Termin, der mich jetzt schon nervt, ja. Wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, ja. Wo man wahrscheinlich wieder aufregen muss, ja. Und da muss die Kunde vielleicht mal morgen ein bisschen Ruhe machen, ja. Aber vielleicht kommt noch ein Video nach oben morgen, ja. Naja, gut, also ich proste euch nochmal zu. Schön, dass ihr heute da wart. Es hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Und wir merken, irgendwie kann ich jetzt nicht reden. Ja? Also nicht traurig sein, Moni. Ja? Ich bin ja immer da. Ja? Du kannst mich auch auf Insta und so. Ich habe dich übrigens, Moni, Moni, das wäre mal nochmal interessant. Ja? Du hast mir gesagt, Moni, ja, an Moni, Kulle an Moni, Kulle an Moni, ja? Du hast mir gesagt, du hast mich schon mal auf Insta geschrieben. Ja? Ja, ist nicht ja heulen, ja. Nicht ja heulen bei die Kohle machen. Mann, ich bin noch nicht auf der Welt, ja. Ich bin noch überall immer da, ja. Moni, hör mal zu, ja. Du hast mir gesagt, du hast mir auf Instagram mal eine Privatnachricht oder so geschrieben, ja. Hab ich nicht gesehen. Hey, funzt das heute? Funzt das auf Instagram? Ja. Ja, ich hab dich gesucht, weil du ja auch sagst, du heißt da anders. Jetzt weiß ich nicht, wie du da heißt. Ihr habt gesucht, ob du irgendwie gesagt hast, hallo Kulle, ich bin's oder so, ja? Ja, hab mich gefunden, Moni, ja? Denn du weißt, ich antworte ja immer, ja? Versuch mir bitte mal FA. Ja, aber wie heißt du denn da, Moni? Wie heißt du auf Insta? Ich kann ja nicht eine FA schicken, wenn ich nicht weiß, wie du heißt, Moni. Du hast gesagt, du heißt da anders, ja? Irgendwie, ja? Musst mir sagen, wie der heißt da. Ansonsten geht das nicht. Mache ich gerne. Ansonsten, ja, mache ich sehr gerne. Moni, ich brauch deinen Namen auf Insta, ja, dass ich Bescheid weiß. Dann mache ich gerne. Dann mache ich es noch heute Abend, wenn du willst. Musst du jetzt wissen. Nee. Also. Ach so, oder Kerstin? Nein. Ah, okay, Moment. Dann muss ich mir. Muss man mal schon abfotografieren, damit ich weiß. Das merke ich mir nicht. Okay. Moment. Moment, meine Gute. Erstmal hier. Muss man schnell abknipsen, Leute. Dass ich mir das merke. Weil ich sehe nämlich erst morgen dann den Verlauf von unserem Livestream, wo ihr mir geschrieben habt. Sonst schaffe ich das heute nicht mehr. Dann, warte mal, muss mal gucken, wie ordentlich aussieht. Hallo? Ja, kann ich gut sehen. Gut, ja, habe ich. Das Resi oder Kerstin Live Piece. Alles klar. Gut, mache ich. Ich gucke gleich nachher, wenn ich jetzt raus bin, gucke ich mal dann. Ja, so in einer halben Stunde hätte ich dich dann, wenn ich dich finde. Ja. Irgendwie wird das schon werden, ja. Also das, wunderbar. Jetzt weiß ich Bescheid, ja. Ich bin ein cooles Filmwelt, ja. 2021. Da könnt ihr mich alle drunter finden, wenn ihr mit mir labern wollt, ja. So mal, ja. Neben der Spur, ja. Also nicht nur hier, ja. Ist ja mal nett. Ja. Wunderbar, habe ich, ja. Habe ich mir abgeknipst, Resi, Kerstin, ja. Moni oder Monitor, ja. Wie auch immer, ja. Habe ich, ja. Nicht heulen, ja. Die Kohle ist ja da, ja. Mann, Mann, Mann. Ja. Okay, meine Lieben, das war's für heute. Mach jetzt Schluss. Wir haben jetzt gleich 1 Stunde 10. Ja? Es ist ja noch ganz nett geworden. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart, auch wenn ich verspätet heute kam. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht euch noch einen schönen Abend. Schlaft nachher schön. Verdaut das Hühnchen, ja. Und dass ihr keine Bollywood-Filme mag, ja. Das muss man immer verdauen, ja. Schaut euch unbedingt auch den Film wirklich Sans Amour, 3 gute Jahrgänge mit Gérard Depardieu bitte an, ja. Und das war's. Ja. Vielleicht komme ich ja morgen auch live. Aber ich möchte es nicht versprechen, weil ich wirklich schon wieder voll angedönst bin, ja, wegen Dienstag. Ja. Hab da so einen scheiß Termin, da habe keinen Bock drauf. Ja. Naja, aber was sein muss, muss ja sein. Ja. Gut, also meine Lieben, lasst euch gut gehen. Ja.
Bis morgen, irgendwas kommt bestimmt von mir, ja. Irgendwas, irgendwo ist die Kulea. Und bis dahin, schlaft nachher schön, träumt schön, macht euch noch einen schönen Abend, passt gut auf euch auf, genießt den freien Montag nochmal und das war's. Salut, Abenteuer mit Sami. Eure Kulle. Tschüss. Und Moni, das wird ihr machen. Ich ette dich gleich, ja? Tschüss. Ach ja.